Werte Damen und Herren, herzlichen Dank, dass Sie heute unserer Einladung so zahlreich gefolgt sind, hier zu uns in die RZB, in die Raiffeisen Zentralbank gekommen sind. Danke, dass Sie das trotz des turbulenten Wetters, das wir den ganzen Nachmittag gesehen haben, doch noch geschafft haben. Erlauben Sie mir, dass ich mich eingangs bedanke bei den Ideenspendern, bei den Initiatoren der heutigen Veranstaltung, bei der Agenda Austria 2020 und ihren vielen Partnern, allen voran der BDO Austria GmbH. Herzlichen Dank, dass Sie uns heute hier die Möglichkeit geben, mit der Frau Bundesministerin einen spannenden, interessanten, aufregenden Abend gemeinsam zu verbringen. Nicht nur das Wetter war heute Nachmittag turbulent, auch die Wirtschaft bleibt turbulent, insbesondere für unsere Branche, für unsere Industrie, die Banken. Sie alle wissen es, seit 15. September 2008, und erlauben Sie mir, dass ich diesen Rückblick noch einmal mache, seit diesem Datum, 15. September 2008, ist die Welt für unsere Branche, für unsere Industrie eine andere und wird nie mehr wieder so sein, wie sie bis dahin war. 15. September, Sie kennen es, Lehman-Insolvenz, und seitdem ist der Finanzsektor, die gesamte Industrie im Rampenlicht, auch im Rampenlicht der Öffentlichkeit. Wir genießen unter Anführungszeichen seither eine Aufmerksamkeit, und das zeigt ja auch der heutige Abend, und diese Aufmerksamkeit hat bis dato nicht nachgelassen. Wieso ist das so? Seit diesem Datum interessiert sich die Öffentlichkeit, nämlich die breite Öffentlichkeit, für uns und hinterfragt immer mehr, hinterfragt immer kritischer, zu Recht, wie ich meine, Geschäftspraktiken und Gewinnmodelle von uns Banken. Zu Recht vor allem auch deshalb, weil vielerorts, und Sie wissen es, vor allem in Europa, aber auch in den Vereinigten Staaten, schlussendlich der Steuerzahler eintreten musste, um den Finanzsektor mit massivem Geldeinsatz zu stabilisieren. Erlauben Sie mir noch einmal die Retrospektive. Sie wissen es, die Krise hat begonnen als US-Immobilienkrise, Subprime-Krise, wie es geheißen hat. Aus dieser Krise ist eine Finanzkrise geworden, aufgrund des gewaltigen Vertrauensverlustes eine Liquiditätskrise und Wirtschaftskrise, bis hin zur Krise der Staatshaushalte, der Fiskalkrise, waren die Folge. Was begonnen hat mit einer Immobilienkrise, mit einer Finanzkrise, ist heute eine Krise der öffentlichen Haushalte. Selbstverständlich beteiligt sich auch unser Haus Raiffeisen sehr offensiv an diesem öffentlichen Diskurs. Denn wir als Raiffeisen sind von unserem Grundverständnis her als Genossenschaftsbank sehr wohl die Überzeugung, dass Unternehmen und hier insbesondere Banken eine ganz besondere gesamtgesellschaftliche, nachhaltige Verantwortung zu tragen haben. Und es ist speziell dieser Aspekt der Nachhaltigkeit, der heute mit Blick auf die öffentlichen Haushalte relevanter ist denn je. Und Sie werden verstehen, was ich meine. Wir brauchen gar nicht so weit zurückzublicken. Vorgestern, Wahlsonntag im schönen Bundesland Salzburg. Auch dieser Tag hat ganz eindrucksvoll gezeigt, wie sensibel die Bevölkerung, die Öffentlichkeit, der Wähler auf dieses wichtige Thema öffentliche Haushalte reagiert. Nachhaltig gesunde Staatsfinanzen lassen sich aber nicht durch populistische Forderungen, wie zum Beispiel die Forderung nach Spekulationsverboten, gewährleisten. Und Arbeit, respektive Arbeitsplätze, werden nicht von der Politik geschaffen. Grundlage unseres Wohlstands ist und bleibt eine gesunde Realwirtschaft. Das ist ein Faktum. Die Politik und auch wir als Banken haben aber die Aufgabe und die Verantwortung, jene Rahmenbedingungen für ein Land zu gewährleisten, die es den Unternehmen erlaubt, erfolgreich zu wirtschaften. In diesem Sinne freue ich mich wirklich ganz außerordentlich, dass heute die Frau Bundesministerin für Finanzen bei uns ist und wir gemeinsam mit Ihnen
diesen spannenden Abend verbringen dürfen. Frau Dr. Fekte ist seit mittlerweile knapp 2 Jahren Finanzministerin, die erste Finanzministerin unseres schönen Landes und trägt seit 2 Jahren ganz große Verantwortung, unglaublich viel Verantwortung für den Standort, für den Wirtschaftsstandort Österreich, für die Wirtschaft hier in diesem Lande, aber auch für unsere Branche, die Bankenindustrie. Ich schätze, Frau Bundesministerin, herzlichen Dank, dass du dir heute für uns Zeit nimmst. Ich weiß, wie dicht gedrängt dein Terminkalender ist, EBRD, OECD, ECOFIN, der Kalender ist voll, aber trotzdem hast du heute Zeit gefunden, hier bei uns zu sein. Es ist nun an mir, die Bühne frei zu machen und unserer geschätzten Frau Bundesministerin den Raum zu geben, uns allen ihre finanzpolitischen Perspektiven zu erläutern. Sie haben die Einladung in gedruckter Form für den heutigen Abend erhalten. Erlauben Sie uns, dass wir das Setup, das Programm leicht adaptiert haben. Es geht ja nicht um mich heute, Sie kommen ja nicht wegen meiner Wenigkeit, Sie sind hier, um unsere geschätzte Frau Bundesministerin sprechen zu hören. Und wie hat es der Chefredakteur der Neuen Presse sehr gut formuliert vor 1,5 Wochen in seiner Sonntagsausgabe, die Frau Dr. Fekte ist eine sprachoriginelle Oberösterreicherin. Also wir haben heute nicht nur stimmgewaltige Steirer, sehr geehrter Herr Präsident unter uns, sondern auch sprachoriginelle Oberösterreicherin. Und daher sollten wir die Bühne der Frau Bundesministerin überlassen, damit wir sie in ihrer ganzen Breite, in ihrer ganzen Pracht und Wucht genießen können. Weil Sie alle wissen es, als interessierte Staatsbürger, nicht nur das, was die Frau Bundesministerin erzählt, ist spannend, sie ist auch wirklich sehr kreativ und gelernt darin, die Dinge mit dem besonderen Wie auszudrücken. Aber bevor wir zum Höhepunkt des heutigen Abends kommen, darf ich noch ganz kurz den Herrn Dr. Zinöcker zu mir auf die Bühne bitten. Danke sehr.